Rattig. Mein Gehirn ist heute nicht. Rattig. Was? Rattig. Rattig. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Videotagebuchs, bei dem ihr zufällig zuschauen dürft. Und ihr seht hier schon am Rand die größte Neuerung überhaupt. Wir haben den Christbaum aufgestellt und wir haben ihn geschmückt. Er leuchtet allerdings noch nicht, weil ich den so programmiert habe, dass er jeden Tag um 16 Uhr angeht, genau. Und es ist noch nicht 16 Uhr und diese Tradition wollen wir jetzt auch nicht unterbrechen. Vielleicht leuchtet er später noch, dann schneide ich das hier rein. Was ihr im Hintergrund seht, ist kein Häufchen Elend, doch eigentlich schon. Eigentlich ist es ein Häufchen Elend. Möchtest du erklären, warum du auf der Couch rumhängst? Weil ich nicht gehen kann. Warum kannst du nicht gehen? Aber ich kann schon gehen, aber es tut weh, weil ich so einen Muskelkater habe. Du gehst wie eine alte Oma. Ja, Treppensteigen ist die Hölle. Treppensteigen. Was hast du gemacht? Ich habe ein HIIT-Workout gemacht, von dem ich eh nur 2 Runden geschafft habe, weil bei der dritten Runde bin ich ausgestiegen, weil es schon angefangen hat weh zu tun. Hm. Aber ja, weil eine Freundin von mir ihre Babypfunde loswerden will und ich auch noch welche habe und die auch loswerden will und wir uns gegenseitig, wie sagt man? Ihr könntet euch die Pfunde doch gegenseitig zuschicken. Ja, ich würde hätte... Ach so. Ja, stimmt, die ist auch noch größer als du. Das heißt, die hat mehr Pfunde abzugeben. Ja. Schlecht. Okay, also ein Hot-Hit-Workout. Oh mein Gott, wie romantisch. Moment. Seht, was hier geschieht. Hä? Hm? Warte. Oh. Die Giraffe und das Rentier, es ist kein Zebra dabei. Ich wiederhole, es ist kein Zebra dabei. Küssen sich dauerhaft. Und hier ist unser kleines Zebra-Leopardentier. Das übrigens was? Das übrigens nicht. Was war es? Nicht läufig, was heißt bei Katzen, aber. Rattig. Mein Gehirn ist heute nicht. Rattig. Was? Rattig. So, das ist doch. Genau. Achso, hier übrigens beim Baum, ja. Ein Kinderhandabdruck. Es ist auch schon eine Kugel kaputt gegangen, aber ganz am Anfang. Ich muss noch eine basteln. Eine Kugel basteln? Ja, die aktuelle Weihnachtskugel von Philipp. Okay. Letztes Jahr war es ja das und dieses Jahr will ich eine rote, normale Kugel mit einem goldenen Handabdruck von ihm, damit wir jedes Jahr sehen, wie groß er geworden ist. Jetzt zeige ich aber doch den Baum mal im Detail, auch wenn er noch nicht leuchtet. Was wir hier für schönen Schmuck dran haben. Ganz traditionell. Ganz traditionell rote und goldene Kugeln und ein bisschen Silber und so Strohzeug und kleine Figürchen. Oder sieht man auch mich? Vintage-Figürchen, genau. Von meinen Eltern. Hier noch ein kleines Männchen. Oh, das ist ein schönes Thumbnail. Und hier ist natürlich das Christkind. Bei uns gibt es das Christkind. Oh, machen wir das auch eigentlich? Das muss ich noch besorgen. Machen wir was? Es gibt doch so goldenes Haar, was man dann am Christbaum hinterlässt, weil das Christkind doch. Du meinst Lametta? Nein, nicht Lametta. Lametta. Das ist goldenes Haar. Es gibt kein Lametta bei uns. Auch kein goldenes Haar. Warum sollte das Christkind goldenes Haar haben? Das Christkind ist Jesus. Ja, aber jeder stellt sich doch als Christkind, also ich als Kind dachte immer, wenn das Christkind kommt, ist aber das historisch ist ein falsch. Ja, es ist. Jesus war aus Israel doch. So, und was hat der dann? Da hat er schwarze Haare. Oder, ja gut, vielleicht auch braune, aber der hat doch keine goldenen Haare. Hier ist es schwarz auf weiß. Oh, ist das dein Geschichtsbuch? Standardlektüre. Hier, ja, Christkind. Ich weiß. Standardlektüre. Hier, ja, Standardlektüre im Geschichtsstudium ist dieses Buch. Mhm. Wo? Christkind, Nikolaus,
Christkind, blondes Haar. Mhm. Aha. Mhm. Der Nikolaus war auch Türke, wie man mittlerweile weiß. Das Vorbild. Ja. Warum ich eigentlich dieses Video gestartet habe, ist ja das, dass wir sensationelle Neuigkeiten berichten wollen. Und zwar zweierlei Behördenärger. Du darfst aus dem Off das Ganze dann kommentieren. Ja. Zweierlei Behördenärger. Einmal habe ich ja letzte Woche meinen Anhänger zugelassen und habe erzählt, dass ich da keinen Kfz-Schein bekommen habe. Was? Und dann habe ich dort eine E-Mail hingeschrieben, dass ich keinen Kfz-Schein bekommen hätte. Und dann habe ich eine E-Mail zurückbekommen, den hätte ich natürlich bekommen. Man hätte sich die Akte kommen lassen und ich hätte ihn verloren und müsste jetzt eine eidesstattliche Versicherung formulieren und 30 Euro zahlen. Und dann würde ich einen neuen bekommen. Einen Tag später erhielt ich einen Brief per Snail-Mail, also klassisch per Post mit auf Papier, schönes braunes Behördenpapier. Und darauf stand, ich hätte meinen Kfz-Schein ja gar nicht ausgehändigt bekommen. Ich soll ihn doch bitte unbürokratisch bei Ihnen einfach abholen. Was mich ins Grübeln bringt, nämlich, wer schwindelt? Die erste Dame, die mir schreibt, sie hat die Akte angeschaut und es wurde vermerkt, dass der Kfz-Schein ausgehändigt wurde. Oder hat die Dame die Akte gar nicht angefordert? Also hat quasi der Sachbearbeiter den Vermerk falsch gemacht oder hat die Dame die Akte überhaupt nicht angeschaut und einfach pauschal geantwortet, der Bürger ist schuld. Man weiß es nicht. Ich habe die Dame dann nochmal gefragt, wer jetzt eigentlich hier das Problem war. Sie hat dann per E-Mail darauf beharrt, dass jawohl ich meinen Kfz-Schein verloren hätte und der sei halt jetzt gefunden worden. So stand es aber nicht in dem Brief. Wie auch immer, ich war heute dort bei einer sehr netten anderen Dame und habe mir meinen Kfz-Schein abgeholt, den ich jetzt habe. Und jetzt habe ich einen Anhänger, der 100 km/h fahren darf, einen Brief hat, einen Kfz-Schein hat und einen schönen 100er Aufkleber hinten drauf mit Siegel und alles ist paletti. Aber trotzdem ein bisschen ärgerlich. Punkt 2. Ich war heute schon bei der Polizei. Weil ich gestern Auto waschen war und da fiel mir auf, dass wir auf der Fahrertür eine ziemlich große, was nennt man das, nicht Schramme, sondern Abrieb, großen Lackabrieb haben. Ist unser Lack beschädigt? Ja. Ja, aber dann ist es doch... Abrieb. Unser wurde abgerieben. Ja. Sonst wäre es ein Lackauftrag oder ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall so ein ja, voll lang, von oben bis unten, ja, komplette 50 Zentimeter hat die Dame heute gemessen. Das hat mich sehr geärgert und dann habe ich mich besonnen, dass wir ja einen Tesla fahren und der rundherum alles filmt und habe dann sofort den USB-Stick mit dem Filmmaterial in meinen Laptop gesteckt und gestern noch James Bond-mäßig oder CSI Cyber Unit-mäßig untersucht und alle Videos angeschaut und es waren, also nicht alle angeschaut, sondern so weit, bis ich das Richtige hatte, es waren 1398 Videos auf dem Stick. Ich hatte Glück, dass ich nur 5 Tage zurück musste, als wir beim IKEA waren. Und beim IKEA, da hat ein anderes Elektrofahrzeug, was am Elektroladeplatz parkte, neben uns, nicht das Fahrzeug, sondern der Fahrer, die Tür richtig aufgeschmissen. Ist schön auf dem Video zu sehen. Man sieht auch, wie es ihn reißt, weil er irgendwas gehört hat. Und er da schnell hinschaut und dann die Tür gleich wieder zurückzieht. Also Vorsatz, Häkchen dran. Denn hier geht es ja um Unfallflucht. Nicht um die Sachbeschädigung. Das war vermutlich fahrlässig. Deshalb ist es dann keine Sachbeschädigung. Die gibt es ja nur vorsätzlich. Ich mache hier gerade Jura-Grundkurs. Mhm. Genau. Also Sachbeschädigung ist es natürlich keine im strafrechtlichen Sinne, sondern eine vorsätzliche Unfallflucht, weil er gemerkt hat, dass er was gemacht hat. Da war ich heute bei der Putzelei mit diesem Video und ich muss dazu sagen, der Tesla zeichnet auf die beiden Kotflügelkameras und die Frontkamera und der Mensch ist so unglücklich oder für ihn glücklich in den Parkplatz gefahren, dass das Nummernschild zu keiner Zeit zu sehen ist. Er ist mit Gesicht zu sehen,
Der Typ Auto ist zu sehen, die Farbe ist zu sehen, alles ist zu sehen, aber kein Nummernschild. Sehr blöd. Ich habe die Hoffnung, dass IKEA, wo wir waren, eine Überwachungskamera auf diese Ladeplätze gerichtet hat, weil man auf meinem Video so etwas, glaube ich, sieht, dass da eine Kamera ist. Und dann bin ich damit also zur Potzelei und habe da geklingelt und da musste ich den ganzen Fall eigentlich draußen an der Gegensprechanlage schon mal schildern, um für würdig erachtet zu werden, vielleicht eintreten zu dürfen, dass mein Fall schwerwiegend genug ist. Also bin ich rein und habe dann da neben dem Mithören von lustigen Polizeigesprächen ungefähr eine halbe Stunde meine Aussage gemacht. Das wurde alles aufgenommen und dann wurde ich von der PI noch zur Spusi geschickt, also von der Polizeiinspektion zur Spurensicherung, wo ich dann noch mal eine halbe Stunde im Auto gesessen habe, bis überhaupt jemand kam. Und dann wurde ein Lineal neben die Schramme gestellt und ein Foto gemacht. Das reicht dann als Spurensicherung wahrscheinlich. Und mein Video wollte man noch nicht haben. Man hat gesagt, die Verkehrspolizei käme auf mich zu, wenn sie das Video wollen. Und dann kann ich es ihnen zuschicken. Und ich muss nochmal überlegen, ob ich das genug verfremden kann, dass ich es euch hier reinschneiden kann. Einfach damit ihr auch Freude an dem Ganzen habt. Ich meine, ich muss ja den Menschen nicht zeigen, aber dass man die ganze Aktion mal sieht und wie so ein Tesla aufnimmt. Und wie gesagt, in einem Monat knapp 1400 Videos, die er da so aufzeichnet, ist schon sportlich. Kann man natürlich durch drei teilen, weil es immer drei Kameras sind, die gleichzeitig laufen. Aber 400 irgendwas Videos pro Monat, 10 am Tag, 15 am Tag, nicht schlecht, so wenig wie wir fahren. Jetzt bin ich gespannt, was da rauskommt, weil der Schaden halt doch immer teurer ist, als er aussieht. Also ein paar hundert Euro wird es auf jeden Fall kosten, das wegmachen zu lassen. Und das hätte ich dann schon gerne von dem Herrn bezahlt, der es gemacht hat und einfach abgehauen ist. Beziehungsweise keinen Zettel hinterlassen hat, nicht zur Information gegangen ist, mich hat ausrufen lassen oder es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, hat er aber nicht gemacht. Und besonders ärgerlich ist natürlich, dass es ein anderer Elektroautofahrer ist, dass es da keine Solidarität untereinander gibt. Der Philipp wacht gerade auf, ja, glaube ich. Mhm. Genau, ich werde euch da sehr auf dem Laufenden halten und muss überlegen, fällt uns noch was ein für heute? Nein? Genau, das war eigentlich, was die letzten Tage oder den letzten Tag passiert ist. Ich werde jetzt noch auf unser Dach steigen und die zweite Außenklimaanlage abmessen, denn die steht Richtung Westen. Und das Außengerät, denke ich, sollte ich auch schützen, so schön wie ich unser anderes Außengerät mit meinem Holzkasten geschützt habe, werde ich das da auch tun. Allerdings etwas einfacher, weil es nie ein Mensch sehen wird, sondern es hat eine reine Schutzfunktion. Aber wer mich kennt, weiß, dass ein gewisser handwerklicher Grundanspruch doch vorhanden ist oder so. Noch habe ich Zeit. Und Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wünsche mir einen Daumen nach oben, ein Abonnement, einmal auf die Glocke drücken, einmal kommentieren, interagieren, motivieren, nicht frustrieren, agieren auf jeden Fall. In diesem Sinne danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.